Servus bei Hashtag Kranken Baumeister. Mein Name ist Richard Hoff aus der Landbau in Schönbrunn. Wir sind jetzt hier live dabei beim Hefeernten. Und zwar haben wir hier in unserem Gärkeller die Hauptgärung abgeschlossen. Wir finden jetzt hier einen Hefeteppich auf dem Bottichboden vor, den wir jetzt abernten werden. Und die Hefe wird dann dementsprechend nochmal gesiebt, dass diese Eiweißpartikel, die während der Hauptgärung ausgefiltert werden, und dann geben wir die Hefe zum nächsten Sud. Die untergärige Hefe ist deshalb so genannt, weil sie sich am Ende der Hauptgärung, wenn die Würze des Jungbier gekühlt wird, am Boden absetzt, deswegen auch untergärige Hefe genannt. Der Hauptgärungsprozess ist abgeschlossen, das Bier befindet sich jetzt im geschlossenen Tank im Lagerkeller und wird jetzt die Nachreifung dort machen. 6 bis 8 Wochen und dann ist die Abteilung Gärkeller somit erledigt. Zurück ins Funkhaus. Na, also wir lieben Hefe und deswegen immer wieder gerne.